Das Wort hat aber jetzt der Vorsitzende der Sozialdemokratischen Fraktion, Herr Pittella. Bitte sehr, Herr Pittella. Vielen Dank. Nun, im Prinzip möchte ich Folgendes sagen. Für uns Sozialdemokraten, Sozialisten gibt es kein Europa ohne Griechenland. Griechenland ist Grundbestandteil Europas und der Eurozone. Ohne Griechenland in der Eurozone wäre Europa nicht mehr das Gleiche. Und deshalb wollen wir uns ja eben den Extremisten und den politischen Spekulanten widersetzen, die hier mit Griechenland als Pfand spielen um die Zukunft Europas. Wir haben gesehen, welche Positionen Varoufakis und Schäuble eingenommen haben an beiden Extremen. Und da gibt es ja auch eben bestimmte Behauptungen, die Herr Weber jetzt aufgestellt hat. Aber darauf möchte ich nicht eingehen. Ich würde gerne betonen, dass hier Ernsthaftigkeit herrscht. Konstruktivität herrscht durch die Person des Präsidenten Juncker, der in all diesen Monaten sich eingesetzt hat für eine positive Lösung. Heute ist nicht die Zeit von Entschuldigungen. Es geht jetzt hier nicht um Freunde oder nicht Freunde sein. Nein, der Scheidepunkt, an dem wir stehen, ist viel zu ernst dafür. Es geht um viel zu Ernsthaftes, als dass man hier diese Aula in einen Hexenkessel verwandeln sollte. Man darf hier nicht diesen Plenarsaal teilen und die Institutionen teilen. Es ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, an einem Strang zu ziehen, denn wir spielen hier wirklich ein politisches Spiel, ein Glücksspiel. Man spielt hier um das Wohl und Glück Europas, ein Europa, zu dem Griechenland gehört. Ich stimme in einem Punkt mit Herrn Weber überein. Herr Präsident Tusk, es kann doch nicht sein, dass die wichtigste europäische Institution, das Parlament, hier nicht seinen Präsidenten zu den Eurosummits schicken darf. Bitte laden Sie unseren Präsidenten Schulz zu Ihren Sitzungen ein. Herr Premierminister Tsipras, Sie gehören nicht meiner Parteienfamilie an, aber zum jetzigen Zeitpunkt fühle ich mich als Europäer. Und als Europäer sage ich Ihnen, dass zum Wohle Europas wir Sozialisten niemals einen Grexit annehmen werden. Wir werden niemals einen Grexit akzeptieren. In den letzten Monaten ist ja die Hoffnung wieder aufgeflackert. Und wir wollen eine konstruktive Haltung an den Tag legen, im Interesse aller. Und es ist gut, dass die Staats- und Regierungschefs gestern diese Haltung angenommen haben. Es ist gut, dass in Griechenland alle politischen Kräfte jetzt sich geeinigt haben auf der Suche nach einer möglichen Lösung. Und ich denke, das sind doch die Bedingungen, damit wir in dieser Woche eine Übereinkunft finden können. Der Weg war doch schon da. Und Sie müssen die Reform durchsetzen seitens Ihrer Regierung für mehr Arbeit, für eine Verwaltungsrevision, gegen die Steuerhinterziehung, Liberalisierung. Das sind Maßnahmen, die Ihnen nicht Europa oktroyiert, sondern die den griechischen Bürgern zugutekommen werden. Und ich glaube, es ist auch richtig, über die Schuldenumstrukturierung zu sprechen. Das ist auch eine Aufgabe, die die Kreditoren schon seit 2012 angesprochen haben. Das muss jetzt umgesetzt werden. Und ich denke, man muss hier auch an eine europäische Kreditgeberkonferenz nachdenken, wo man dann auch einfach diese Themen auch anspricht. Ich komme zum Schluss. Ich denke, auf dieser Grundlage brauchen wir einfach Maßnahmen, damit die Griechen wieder Hoffnung schöpfen. Die Gläubiger müssen hier mittelfristig eine Lösung finden. Ich komme zum Schluss. Wer steuert die Geschichte dieser Tage?
Und es muss doch gesagt werden können, dass in diesem Parlament, in den europäischen Instituten und auch bei den griechischen Entscheidungsträgern Frauen und Männer gearbeitet haben, die es geschafft haben, ihre eigenen politischen Befindlichkeiten und Zugehörigkeiten auf die Seite zu legen, um hier gemeinsam Verantwortung zu tragen, konstruktiv daran zu arbeiten, Griechenland zu retten und Europa zu retten. Vielen Dank, Herr Pittella. Im Namen der ECR-Fraktion hat jetzt das Wort Herr Legutko. Ich sollte anfangen, indem ich sage, dass etwas falsch läuft im Staat Griechenland. Aber ich könnte auch sagen, dass etwas schief läuft auch in der EU. Am Anfang gab es die Ursünde der Währungsunion. Und heute ernten wir die Früchte, die wir gesät haben. Ich weiß nicht, was Sie denken, meine Damen und Herren, aber ich habe den Eindruck, dass es ein Piste-Detret gibt, das sich vor unseren Augen entwickelt, dass also nichts wirklich so ist, wie es scheint. Die Griechen möchten Hilfe, aber gleichzeitig möchten sie auch freischalten und walten wollen. Das heißt, sie wissen eigentlich nicht, dass derjenige, der die Musik bestellt, muss sie auch bezahlen. Sie organisieren ein Referendum, das gleichzeitig ein Referendum war oder das darum ging oder gleichzeitig auch nicht darum ging, worum es eigentlich gehen sollte. In den Beziehungen zwischen der EU und Griechenland gab es viele letzte Gesprächsrunden und wir wissen, dass das Wort letztes eigentlich nicht bedeutet zum letzten Mal, es bedeutet etwas ganz anderes. Die Hardcore-Vertreter der gemeinsamen Währung sprechen über Griechenland, aber woran sie eigentlich denken, ist die Währungsunion. Sie möchten natürlich für die Währungsunion kämpfen, sie möchten die Währungsunion verteidigen und sie sehen es als den Hauptgrund. Sie unterhalten sich, sie diskutieren, sie haben es auch hier in diesem Raum gehört, dass wenn Griechenland erstmal raus ist, wird das ganze Konstrukt so stark, das eigentlich so stark und so stabil sein soll, wird alles zusammenbrechen. Aber was ist es nun? Das eine oder das andere? Ja, dieses Theaterstück geht also weiter und ich denke, dass wir immer verwirrter werden, wen oder was wir eigentlich retten wollen. Ist es die Währungsunion? Ist es die griechische Gesellschaft? Ist es die Glaubwürdigkeit der Regierungen? Ist es die Geldgeber? Ist es den guten Ruf von Frau Angela Merkel? Oder ist es vielleicht die Unfehlbarkeit der Währungsunion? Tja, auf jeden Fall, meine Damen und Herren, können wir nicht alles retten. Es wird einige Opfer geben. Da bin ich mir sicher. Vielen Dank. Für die Fraktion der Liberalen und Demokraten hat jetzt das Wort Herr Hofstadt. Vielen Dank, Herr Präsident. Ich möchte mich zunächst Herrn Pittella anschließen mit seinen Worten an Herrn Tusk und ihm sagen, dass im Augenblick wir in solch einer kritischen Lage und in solch einer Krise in Europa befinden, dass Institutionen vereint sein müssen, der Rat und dass das Parlament. Und daher müssen also wir alle bei allen Sondergipfeln anwesend sein. Herr Tsipras, herzlich willkommen. Sie sehen, Sie brauchen keine Angst zu haben vor dem Europäischen Parlament. Es gab also das Nein am Anfang und Herr Tsipras ist also ein so großer Demokrat und er kann doch keine Angst vor der Diskussion haben. Aber nun sind Sie hier. Ich freue mich, dass Sie hier sind, da im Europäischen Parlament zum ersten Mal unterhalten wir uns also mit Ihnen über dieses Thema. Und ich denke, dass es keine Lösungen möglich sein können
im Fall von Griechenland und im Fall der Eurozone, wenn wir uns nicht auf die Demokratie stützen können, auf eine demokratische Diskussion hier im Europäischen Parlament. Und genau das machen wir heute. Und ich muss Ihnen sagen, und das haben Sie auch am Anfang gesagt, und es ist sehr wahr, was Sie gesagt haben, Sie haben also gesagt, dass die Griechen sich sehr starke Bemühungen gemacht haben. Und das ist wahr, aber das ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass die griechische politische Klasse nicht genug getan hat im Fall Griechenland. Das ist unser heutiges Problem. Und ich bin sehr sauer, das muss ich Ihnen sagen. Ich bin sehr sauer, weil Sie über Reformen sprechen, aber wir sehen nie konkrete Vorschläge zu Reformen. Und ich bin auch sauer, ich bin erzürnt, weil wir uns eigentlich schlafwandlerisch auf einen Grexit hinbewegen. Bereits seit 5 Jahren laufen wir mit schlafwandlerischer Sicherheit auf einen Grexit zu. Auch mit der Unterstützung das unterstützen auch die extremen Rechten dort am Ende. Und nicht nur schlafwandeln wir, in den letzten Monaten rennen wir eigentlich auf einen Grexit zu, das ist zumindest mein Eindruck. Aber es liegt nicht an Ihnen, es sind auch nicht wir, die die Rechnung bezahlen werden, sondern es werden die einfachen griechischen Bürger sein, die die Rechnung des Grexit bezahlen werden von 40 oder 50%. Und deswegen muss ich Ihnen sagen, wenn wir das umgehen wollen, es gibt nur einen möglichen Weg und den kennen Sie sehr gut. Es gibt nur eine Möglichkeit und diese Möglichkeit ist, dass Sie in den kommenden Tagen, in den kommenden 48 Stunden einen glaubwürdigen und einen verlässlichen Reformpaket vorlegen. Das bedeutet also, dass Sie ein Roadmap erstellen, dass Sie einen ganz klaren Kalender erstellen, ein Programm erstellen und dass Sie also zeigen, welche Deadlines es gibt für die Reformen, und diese Reformen brauchen wir ganz, ganz sicher in Griechenland. Die sind eine starke Notwendigkeit. Ich sage Ihnen also die 5 Dinge, die Sie tun müssen. Lassen Sie mich sagen, was Sie, die 5 Dinge, die Sie tun müssen. Ich komme sogar nach Athen, um das mit Ihnen zu besprechen, weil ich griechischen Salat sehr gerne mag. Was Sie also tun müssen, erstens müssen Sie also dieses Klientelsystem beenden. Sie müssen dafür auch Gesetze erlassen, die es heute nicht gibt, und Sie müssen also nicht selber auch Klientelismus betreiben, denn vor einigen Tagen muss ein neuer Direktor ernannt werden für das Bildungsministerium. Und ja, oh Wunder, es waren also einige der Syriza-Partei, nur eine von einer anderen Partei. Das heißt, das ist die Realität. Sie benutzen also das System auch. Das heißt also, dass Sie sich auch, Sie benutzen das System selber. Sie fallen also in die gleiche Falle, in die auch die PASOK-Partei gefallen ist, die auch die große Partei der Veränderung in Griechenland war. Aber die haben auch für Jahre lang dieses klientelistische System benutzt für ihren eigenen Vorteil. Sie müssen den Staatsapparat schrumpfen lassen. Natürlich ist das sehr schwierig für die Linken, aber es muss einfach getan werden. Denn 800.000 Menschen, die als Beamte arbeiten, das kann nicht funktionieren. Herr Tsipras, Sie müssen das staatliche Banksystem in ein privates Banksystem verändern. Sie müssen die Märkte öffnen und Sie müssen auch die Beschäftigungsstände öffnen für die jungen Leute. Und es gibt keine Gesetzesvorschläge auf dem Tisch, die es aber geben muss. Und letztendlich, Und die Privilegien in den Ländern müssen ändern, die Privilegien der Räder, die Privilegien der Angehörigen des Militärs, die Privilegien der orthodoxen Kirche in ihrem Land, die Privilegien. Natürlich, Ihnen gefallen ja die Privilegien, ja, ganz toll, ja, uns allen gefallen die Privilegien, aber mir nicht. Die Privilegien der griechischen Inseln und auch die Privilegien, das dürfen wir nicht vergessen, der politischen Parteien, die Privilegien der politischen Parteien in ihrem Land, die jeden Tag viel Geld erhalten von den öffentlichen Banken, die eigentlich bankrott sind. Und genauso auch Syriza, ihre Partei, erhält diese Gelder ebenfalls. Und ja. Und ich bitte Sie also nun, schnüren Sie aus diesem allen ein verlässliches Paket und ein glaubwürdiges Paket und legen Sie es auf den Tisch in den kommenden Tagen. Und ich bin mir sicher, dass von der europäischen Seite, von der anderen Seite, wir werden bereit sein, eine Lösung zu finden wir werden also eine Lösung finden für all diese Probleme. Aber es muss
so gemacht werden. Und sie können es tun, denn es gab noch nie einen Ministerpräsidenten in Griechenland, der so ein so starkes Mandat hatte wie Sie. Sie haben sogar ein doppeltes Mandat. Sie haben die Wahlen gewonnen und Sie haben das Referendum gewonnen. Das heißt, Sie sind also in der einzigartigen Lage, in der einzigartigen Situation eines politischen Führers in Griechenland, der dieses System beenden kann in Griechenland. Und ich habe Ihnen das bereits gesagt. Wir haben auch unsere eigenen Verantwortungen. Meiner Meinung nach, ich muss auch so schnell wie möglich Reformen umsetzen und so schnell wie möglich auch der Rat. Aber ja, erste Sachen, wichtige Sachen zuerst. Sie müssen also Ihr Reformpaket vorlegen. Hier geht es nicht um das Huhn und das Ei. Und Sie haben also die Wahl. Und das ist auch meine Schlussfolgerung. Die Wahl, die Sie haben, ist sehr einfach. Wie soll man sich an Sie erinnern? Als ein Wahlunfall, der die Menschen seines Landes noch ärmer gemacht hat, oder möchten Sie, dass man sich erinnert, an Sie erinnert, Herr Tsipras, als einen wahren Revolutionären, als einen, der Reformen durchgesetzt hat in der Tradition von Trikoupis und Venizelos. Ich rede hier nicht von dem Venizelos von der PASOK-Partei, von dem Neuen. Ich rede hier von dem alten Venizelos, von dem wahren Venizelos, von dem großen Staatsführer zwischen den beiden Weltkriegen, der dieses Land modernisiert hat. Ein Liberaler, der den Staatsapparat modernisiert hat. Das ist die Wahl, die Sie treffen müssen. Und ich weiß, was Ihr Volk will. 80% Ihres Volkes wollen in der EU bleiben und in der Eurozone bleiben. Und so, was Sie also machen können, und zeigen Sie, was Sie machen können, zeigen Sie, dass Sie ein wahrer Staatsführer sind und kein falscher Prophet. Tun Sie es. Für die Fraktion der Vereinigten Linken hat jetzt das Wort Frau Vorsitzende Zimmer. Meine Herren Präsidenten, Herr Premierminister, da ich einen Teil meiner Redezeit an Kollegen meiner Fraktion abgegeben habe, möchte ich es hier sehr kurz und knapp auf den Punkt bringen. Erstens, meine Damen und Herren, ich glaube, es ist nicht der Zeitpunkt, dass wir angesichts der Krise und der Katastrophe, die für viele Menschen ganz konkret geworden ist und die möglicherweise am kommenden Wochenende eintreten könnte, dass wir in dieser Zeit dieses Podium hier benutzen, um hier schauspielerische Talente zu entfalten auf der einen Seite. Und Herr Weber, Ihnen sage ich es ganz konkret, um hier in alter deutscher Manier Arroganz, Schulmeisterlichkeit und Antikommunismus zu predigen. Das können Sie stecken lassen, weil das niemandem helfen wird. Hier ist nicht der bayerische Stammtisch, hier sind wir im Europäischen Parlament. Und Herr Tusk, ich habe sehr wohlwollend zur Kenntnis genommen, Sie sind sehr zurückhaltend in Ihren Bewertungen gewesen, sehr sachlich gewesen. Ich hoffe, dass dieser Stil sich durchsetzt. Das, was wir nicht gebrauchen können, ist das ständige Weiteraufbauen von Drohkulissen, als hätte es am Sonntag keinen Entscheid gegeben. Als hätten nicht die Menschen gesagt, für uns ist das Maß erreicht. Wir können nicht mehr weiter. Und sie haben aber auch gesagt, wir wollen in der Europäischen Union bleiben. Wir wollen in der Eurozone bleiben. Und bitte ziehen Sie die Scharfmacher und die Hardliner gerade auf der Gläubigerseite zurück. Es hilft nicht, sich hinzustellen, die eigenen ideologischen Vorbehalte als regulatorische Maßnahmen einem Land aufzwingen zu wollen. Unter dem Vorwand, jeder muss die Regel einhalten, wird etwas gemacht, was in der Geschichte Europas, in der Geschichte gerade Deutschlands, keine Rolle gespielt hat. Deutschland hat bewiesen, mit dem Blick auf die Schulden aus dem Ersten Weltkrieg, dass man 37 Jahre lang keine Schulden bezahlen muss, dass man 93 Jahre lang Zeit haben kann, um die Schulden des Ersten Weltkrieges zu bezahlen und dass man mit Blick auf den Zweiten Weltkrieg eine internationale Schuldenkonferenz 1953 gehabt hat, die überhaupt erstmal die Voraussetzung geschafft hat, dass Deutschland diesen Weg gehen konnte. Es wird Zeit, dass wir diese historische Verantwortung gegenüber Menschen in Europa endlich abtragen.
und dass wir was von unserer Besserwisserei endlich beiseite legen. Da fordere ich insbesondere auch die Kollegen und Kolleginnen aus Deutschland aus, egal in welcher Fraktion. Ich meine, es steht natürlich hinter uns, das ist völlig klar. Aber ich glaube, das ist der Weg, um den es gehen muss. Lassen Sie uns endlich gemeinsam an den Tisch setzen und darüber reden, was jetzt entschieden werden muss. Es geht um Lösungen, die nachhaltig sind und nicht nur einfach um eine Erklärung, was alles gemacht werden müsste und was man von den anderen verlangt. Frau Zimmer, respektieren Sie die Menschen in Europa. Respektieren Sie auch die Entscheidung vom Sonntag. Für die Fraktion der Grünen hat jetzt das Wort Frau Harms. Ja, meine Damen und Herren, als ich mich gestern versucht habe, auf die Debatte vorzubereiten, bin ich noch mal durch die Zeitungen durchgegangen, die ich seit einer Woche aufgestapelt habe in meinem Büro. Das mache ich immer so, wenn ich nicht mehr weiß, wie es eigentlich weitergeht. Und das geht mir im Moment so. Dann sammle ich und sammle ich. Und oben auf dem Stapel dieser Zeitungen der letzten Woche, da lag eine deutsche Zeitung mit dem Foto, dem Porträt eines griechischen Rentners, der weinend vor einem Geldautomaten zusammengebrochen war. Und es ist für mich jedenfalls das Foto, das bleibt in Erinnerung an diese Woche. Und ich glaube, dass in diesem Foto eigentlich eingefangen worden ist, sowohl die Gründe, ja, die in Griechenland dazu geführt haben, dass 60% mit Nein gestimmt haben. Ich glaube aber, und das ist der Irrsinn dieser Situation, dass in diesem Foto auch viele der Gründe eingefangen worden sind von den Leuten, die mit Ja gestimmt haben. Weil die Abstimmung in Griechenland war eine Abstimmung darüber, dass die Verelendung eines großen Teils der Gesellschaft, und es ist keineswegs bisher die ganze Gesellschaft, eines großen Teils der Gesellschaft nicht mehr weitergehen kann. Die Abstimmung war aber auch eindeutig eine Abstimmung darüber, dass man Hoffnung auf Veränderung immer noch an die Europäische Union knüpft. Und das ist jetzt Ihre Aufgabe. Da denke ich eben auch, dass Sie in einer historischen Situation der stärkste Premier Griechenlands sind, jedenfalls in meiner eigenen Erinnerung, und dass Sie jetzt derjenige sein müssen, der Ihr Volk in eine ordentliche Reformperspektive führt. Das, was bisher nicht passiert ist und wo übrigens auch die Europäer eine Verantwortung haben. Dieses Reformprogramm der Troika, das macht doch das Wort Reform an sich zu etwas, wovor man nur zurückschrecken kann. Ja? Und ich habe eigentlich, muss ich Ihnen jetzt sagen, vielleicht bin ich naiv, aber ich habe eigentlich erwartet, dass Sie hierher kommen und nicht nur sagen, Schluss mit Nepotismus und Korruption, sondern ich hatte diesen naiven Wunsch, der Tsipras kommt jetzt und sagt, so werde ich das mit meinen Leuten machen. So wird ein gerechtes Steuersystem aussehen. So wird ein gerechtes Rentensystem aussehen. Wir wissen doch alle, dass man kleine Renten nicht weiter kürzen kann. Aber die Frage ist, wie werden die Renten in Griechenland gerecht? So wird in Zukunft das Gesundheitssystem in Griechenland aussehen, damit wir keine armen Kliniken mehr brauchen. Und ich glaube, das ist eigentlich auch das, womit Sie nicht nur die Griechen in eine bessere Zukunft führen können, sondern womit Sie dafür sorgen können, dass die Europäer mit Ihnen mitgehen. Und das müssen wir. Dieser Zusammenhalt, der verloren gegangen ist in den letzten 5 Jahren, der kann zurückgewonnen werden, wenn Sie so mit Ihren Leuten und mit den Bürgern Europas reden. Damit meine ich eben nicht nur die Staats- und Regierungschefs oder einige derjenigen, die jetzt hier heute nicht unbedingt dazu beigetragen haben, sie einzuladen. Sie müssen in diese direkte Debatte, und die Europäer, das hat Guy Verhofstadt gesagt, die müssen aus einer falschen Politik zu der Schuldenlast raus.
Und ich bin da eben auch genau der Meinung von Guy Verhofstadt, dass da eine Lösung gefunden werden muss, die nicht nur für die Griechen gebraucht wird, sondern die für andere Krisenländer gebraucht werden. Dann ist das nämlich auch gerecht und dann ist das auch europäisch. Herr Tsipras, ich weiß, dass man leider die Zeit nicht anhalten kann. Ja, ich wünschte mir, wir könnten das. Es ist offensichtlich so, dass alles in dieser Woche entschieden werden muss. Hören Sie auf diejenigen, die eine europäische Lösung wollen. Und denken Sie daran, ja, weil Sie so stark an die Demokratie appellieren. Europa ist groß, der Osten gehört dazu, der braucht auch Solidarität. Und Demokratie und Putin, das geht nicht. Ich wünsche Ihnen Glück und ich wünsche Europa Glück.